Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Band of Brothers Box. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Serie und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Band of Brothers, das Ganze aus dem Jahr 2003. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film und Serie. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier die Steelbox, die Komplettbox zur Filmserie Band of Brothers. Es ist eine Miniserie bzw. eine Serie von Filmen. Wir haben hier die Steelbox mit einem Schuber. Wir werden den mal kurz abmachen und dann mal kurz hier lesen, was sich hier drin befindet. Und zwar lesen wir hier Golden Globe Preisträger. Beste Miniserie, bester Fernsehfilm, 10 Teile, über 10 Stunden, 6 DVDs, Bonusmaterial inklusive Originaldokumentation, We Stand Alone, Together, The Man of Easy Company, Länge 80 Minuten, die Videotagebücher von Ron Livingston, Originaldokumentation, The Making of Band of Brothers, Länge 30 Minuten, enthält Interviews mit Überlebenden auf Englisch, Internetlinks und noch viel mehr. Ja, also all das befindet sich hier in dieser Steelbox. Aber wir haben noch weitere Infos und zwar lesen wir hier einmal etwas zu den Machern. Also das Ganze hier wurde gemacht, produziert von Tom Hanks und Steven Spielberg. Dann haben wir hier noch so einen Spruch, they depended on each other and the world depended on them. Also das heißt so viel wie sie waren voneinander abhängig und die Welt war abhängig von ihnen oder hat sich auf sie verlassen. Auf den Seiten haben wir noch hier die Logos der Beteiligten und auf der Rückseite dann noch Info, was uns hier genau erwartet. So, hier haben wir einmal zwei Herrschaften, die hier scheinbar einen Verwundeten transportieren oder stützen. Und wir lesen hier, Band of Brothers, wir waren wie Brüder. Am frühen Morgen des D-Days landen US-Fallschirmjägertruppen auf französischem Boden. Sie kämpfen am Utah Beach in Arnheim in der Baston und führen die Rheinoffensive an. Band of Brothers, wir waren wie Brüder, erzählt die ergreifende Geschichte der Easy Company, einer Elite-Einheit von Fallschirmjägern im Zweiten Weltkrieg, von der harten Ausbildung in Georgia über ihre Landung in Frankreich am D-Day bis hin zur Schlacht in den Ardennen, der Befreiung der Menschen im Konzentrationslager Dachau und der Eroberung von Hitlers Adlerhorst in Berchtesgaden. Fängt diese von HBO, Steven Spielberg und Tom Hanks produzierte Miniserie mit ihrer realistischen Darstellung einige der traumatischen Erlebnisse von Soldaten im Zweiten Weltkrieg ein. Vor einem emotional aufgeladenen Hintergrund zeigt sie die Triumphe und Tragödien einer Militäreinheit, die echte amerikanische Helden hervorbrachte, basierend auf dem Bestseller Band of Brothers von Stephen Ambrose. Entstand eine der teuersten und ehrgeizigsten Miniserien der Fernsehgeschichte. Auf der Grundlage von Tagebüchern, Briefen und Interviews mit Überlebenden vermittelt die Serie Einsichten in die Köpfe und Herzen von Befehlshabern und gewöhnlichen Soldaten. Ja, also ein sehr ausführlicher Infotext. Dann hier noch die weiteren Infos, technischen Daten. Hier lesen wir es. Spieldauer 782 Minuten. Also das sind mehr als 13 Stunden. So, das Ganze ab 16 Jahren freigegeben und hier gibt es noch einen Barcode. Gut, genug zu dem Schuber, genug zur Verpackung. Wir schauen uns die Steelbox an. So sieht das aus hier auf der Vorderseite, hier so in Schwarz und Silber gehalten. Auf der Seite lesen wir Band of Brothers. Auf der rechten Seite ebenso. Das ist hier auch geprägt, also das wurde hier wirklich so gestanzt und man kann das hier spüren. Unten und oben jeweils in diesem Grünton. Und auf der Rückseite nochmal ein großes Bild hier, wieder mit den Herrschaften hier, den drei Männern, so wie wir es auch hier auf dem Pappschuber hatten. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sieht das hier von innen aus. Links hier in dem Deckel eingearbeitet die Info zu den einzelnen Discs. Also was erwartet uns hier auf der jeweiligen DVD? All das kann man hier nachlesen. Die einzelnen Kapitel, also 10 Kapitel hier auf die 5 Discs verteilt. Und auf Disc 6 sind dann die Specials. Originaldokumentationen, We Stand Alone Together, The Man of Easy Company, Länge 80 Minuten. Videotagebücher von Ron Livingston, Originaldokumentation, Making of, Internetlinks und noch viel mehr. Okay, so, dann haben wir hier einen Soldaten, der hier scheinbar gerade eine Karte studiert. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der mich etwas stört an diesem Steelbook, an dieser Box. Und zwar hat man es hier so gelöst, dass die DVDs, die lassen sich hier so aufklappen und ergeben dann so ein schönes Panoramabild.
Allerdings kann man das Ganze hier nicht komplett entnehmen, denn wir werden es gleich sehen. So, das ist mal das Panorama. Denn das Ganze wurde tatsächlich hier unten, einmal geht es glaube ich noch genau, festgeklebt. Also hier den untersten Bereich bekommt man nicht raus. Hier ist dann die erste Disc. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Ja, Disc 1 steht hier. Das sind die ersten zwei Teile der Serie. Und hier dann das Panorama mit den ganzen Fallschirmjägern, die hier abspringen, sieht das dann so aus. Die Discs sind hier dann der Reihe nach aufgereiht. Und das Ganze ist aber, wie gesagt, hier wirklich fest verbaut bzw. fest verklebt hier unten im Boden der Box festgemacht. Und somit kann man das hier nicht entnehmen. Ja, also meiner Meinung nach etwas ungeschickt gelöst, weil speziell ist, wenn man sich die da anschauen will, dann ist das nicht ganz so cool, glaube ich, wenn man da immer die ganze Tapete hier so rausholen muss und diese ganzen einzelnen Abschnitte da so rausbiegen muss. Aber ja, so wurde das hier gelöst. Hier kann man dann auch noch aufklappen, genau, das ist dann die Disc 6 mit den Specials. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Wie gesagt, 6 Discs sind hier mit drin. Gesamtlaufzeit von über 13 Stunden. 5 Discs beinhalten die einzelnen Teile, die einzelnen Filme. Und dann haben wir noch auf der 6. DVD die Specials. Ja, das Ganze kommt hier in dieser wunderbaren Steelbox mit dem zugehörigen Pappschuber. Also all das hier in dieser Box. Band of Brothers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Serie feiert, falls ihr Band of Brothers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.